Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play League of Legends und ich spiele Ranked. JV gibt's noch nicht, okay. Ranked und ich darf endlich mal bannen und endlich kann ich Charwan bannen, weil die anderen kriegen es in Bronze nie hin, die wichtigen Chars zu bannen. Ich weiß nicht, wer ihnen gesagt hat, dass man Urgot oder so bannen müsste. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie jemand scheint ihn da in den Kopf geschissen zu haben. Entschuldigung, wenn ich das so sah, aber es kotzt mich jedes Mal an, dass irgendein Javan dann hier Bronze durchdreht und dann alles tötet. Was geht's denn noch gerade ab? Zurzeit so schlimm. Schlimm. Der Warwick. Warwick Jungle ist nicht schön. So. Sind First Pick? Was nehmen wir denn als First Pick? Ah, gute Frage. Gute Frage. So wenig Antworten. Was spielen wir denn Hübsches? Hey, pick Cutter mit. Gewalt ist immer eine Lösung. Okay. Picken wir mal Cutter Mitte. So Not. Also wir tauschen mit ihm. Mal sehen, was wir dann dafür haben. Oder was will ich denn spielen? Was ist denn das? Spielen. Blitz? Das ist kein Blitz. Das ist auch kein Blitz. Grenade, gib mir einen fucking Blitz oder ich behalte Cutter, da spiele ich Mitte. Oh, ne? Der Grenade meint anscheinend. Take Cutter, ey. Nimm fucking Blitz! Lies unten den Chat. Danke. Nein! Ey, wenn der jetzt trollt und irgendwas an. Okay. Nevermind. Ich bald Cutter. Und ich werde eigentlich weiter angeschrieben von. TC, was will er denn? Dann zusammen zocken. Jo. Nun. War. War. Machen. Aber erst noch davon. Gut. Anrufen kann er mich, glaube ich, nicht. Ich bin, glaube ich, als offline angezeigt. Mal sehen. Gut, wie gesagt, er hat jetzt sich anscheinend gedacht, fuck off, nehmen wir einfach Support. Den kann er auch gerne behalten, den wechsle ich jetzt nicht. Wieso schreibt man dann eigentlich, wo sind eigentlich meine AP? AP, habe ich überhaupt noch AP? Mal gucken. Rüstung, Magie, Zaubervampir, Magieresistenz. Fähigkeit, Stärke, Leben, Magiedurchdringung. Persona? What the fuck? Ich hab keine AP-Runen mehr. Stimmt, die hat hier mal geändert. Fuck my life, was hat Sho? Sho hat Magieresistenz, Rüstung, Magiedurchdringung, Rüstungsdurchdringung, auch so die Hybrid-Dinger. Er hat Magie. Mach mal. War mal Hextech Gunblade, Katharina? Geht das noch? Lohnt sich das noch? Ich weiß gar nicht, ob sich das lohnt. Guck mal, was sonst noch so. So nah will ich nicht nehmen, die hat wirklich zu wenig Verteidigung. Die hat wirklich. Was hab ich denn da gehabt? Das war so nah, Dinger, ey. So nah mit, aber wirklich für tot. Des Todes. Ich kann natürlich auch hier Sub-Runen nehmen, die haben überall Resistenzen. Was habe ich in Mitte? Ne Riffen? Ist es Riffen mit? Nono, der hat ja den Zaubervampir, Magierrüstung, Magieresistenz. Nehmen wir mal Nono, der hat noch ein bisschen bessere Sachen. Mal sehen, was er hat. Sabim, mach mal Ranked, Matches dann. Können wir machen. Yo. Du, Ranked! Mal sehen, ob ich es nachher aufnehme. Dann habt ihr mehr Videos. Und ich habe, zumindest habe ich mehr Videos, die ich dann zeigen kann.
Nee, wir machen das mal nicht mit. Oder Teleport-Cutter? Teleport-Cutter? Ja, nein, ja, nein. Ja, komm. Töten wir die Gegner einfach mit den Skills und nicht mit Ignite. Da können wir nämlich noch überall hinjumpen. Ich schaff's immer wieder, dass die Aufnahme dann abgeht, weil ich jedes Mal vergesse, der Countdown wechselt ja den Bildschirm. Ja, warum der Typ jetzt geschrieben hat, take Cutter mit, verstehe ich immer noch nicht. Ich dachte echt, der will da tauschen, aber wie gesagt, das ist Bronze. Ich habe keine Ahnung, was die in Bronze teilweise denken. Es klingt zwar jetzt teilweise überheblich und ich meine, ich spiele auch manchmal wie in Bronze, aber ich weiß wenigstens, dass wenn ich sage, take bitte Cutter mit, dann weiß ich, derjenige will Cutter haben und er tauscht dann mit mir. Aber, ja, der denkt sich, fuck, ich, es soll einfach mal jemand anderes was spielen und ich nehme dann einfach irgendwas anderes. Ja, Leona, nee, da kriege ich schon wieder, nee, will schon wieder nicht in meinen Kopf rein. Okay, und wir haben eine Riven mit, Tatsache. Gut, wir können ja genug rumspringen. Dürfte also gehen und ein bisschen Range haben wir durch den Q auch. Wird interessant. Mal gucken, wie gut die Riven ist. Ich habe eine Riven mal in der Mitte gehabt, die hat wirklich so gut gespielt, aber im Late Game hat sie dann gesackt. Ich hoffe, das passiert bei der hier generell nur, dass sie sackt und nicht erst Late Game. Weil ich will Early Game meine Ruhe haben. Aber wie gesagt, Riven hat einen hohen Schadensoutput. Das ist also nicht so angenehm gegen eine Riven zu spielen, aber wird schon gehen. Wir spielen dann halt ein bisschen sicher. Die will mich bürsten, sehe ich auch noch. Die hat nämlich Ignite. So, wir sind im Dschungel. Im Dschungel haben wir Malphite. Malphite, Tatsache. Draven. Mal gucken, ob Draven da irgendwie unten gut gegen die Jinx abschneidet. Normalerweise hat er das Potenzial dazu, aber ich weiß nicht, ob es so auch ausgeht. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Achso, und das League of Legends Video wird wahrscheinlich dann nicht heute, Dienstag, also hochgeladen, sondern kommt dann erst Mittwoch, weil ihr nicht nachher noch mit, oder gleich mit Tizi im Anschluss noch ein paar Runden Ranked spiele, dann ja, wird es mit Hochladen nix. Ach, was mache ich denn? Will ich Schuhe am Anfang haben? Ich will auch keine Schuhe am Anfang haben. Startgegenstände sind tatsächlich Schuhe. Ich will doch keine Schuhe. Will ich mit Schuhen anfangen? Na komm, fangen wir mal mit Schuhen an. Da haben wir mehr Heiltränke und ich glaube, ist auch sustainmäßig ein bisschen angenehmer gegen die Riven. Obwohl wir Teleport haben und eigentlich schnell uns wieder auf die Lane teleportieren könnten. Aber okay. Nein, bleib hier, kleiner Freund. Wo ist er auf die Bäume geklettert? Aber das Spiel zuvor, da hatte ich auch Rangliste. Normalerweise habe ich alle Spiele bis jetzt gewonnen. Wie gesagt, plus kriege ich immer 31, minus sind das 11. Also ich stehe meistens positiv da und dürfte auch bald wieder Silber sein und eigentlich aus der Bronze rauskommen. Wie gesagt, verschissene Promo, du wirst Bronze eingestuft. War nicht schön, aber ich komme schon wieder auf meine Silber 1. Das lief bis jetzt relativ gut, es sei denn, die Gegner vergessen Jarvan zu bannen und der Jarvan rastet dann aus und tötet alles. Das ist echt dann unschön, aber wie gesagt, wenn ich dann bannen darf, dann wird der Jarvan gleich als erstes weggehauen. So, und wenn ich nach diesem Match meine 31 Punkte bekomme, dann bin ich meiner Promo bei, dann habe ich, habe nämlich meine 75 Punkte und ja, plus 31, verdammt schön. Dum, dum, do, do, dum, 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 dum. Da fangt was mit meiner Klinge an. So, die Riffen mit. Mal gucken. Die würden mich wahrscheinlich wirklich aus der Nähe töten wollen. Das lasse ich aber nicht zu. So. Gut, Last Hitten, wie viel Schaden macht denn das? 60. Oh Gott. Schon gucken, wie viel Leben fucking was sein habe, wenn ich sie töten kann. Ja gut. Unterm Tower zu Last Hit mit einem AP-Carry ist immer schön. Fuck you, genau das meine ich. Das wird richtig ekelhaft. Ohne
Spaß. Eins. Ich krieg so keinen Farben, nee. Das kannst du vergessen. Und ich kann nicht so nah an die Vasallen mit Nahkampf-Cutter, das wird tödlich. Jo, dann mach doch mal dein Ding. Wenn du meinst, den Crew raushauen zu müssen, dann mach das. Das war ein schöner... Oh, fuck. Ich will den Sprung dafür aufheben müssen. Nein! Last Hitten ist für mich als Apekerie eine Katastrophe. Was? Ich hab nicht getroffen? Gut. Habe ich die Tower-Hits gefressen? Ich glaube nicht. So lange keine Cutter mehr gespielt. Das ist im Ranked das erste Mal seit langem wieder zu machen. Ist, glaube ich, auch nicht so gut. Aber mal gucken. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Cutter ist jetzt nicht so der schwierigste Champ. Ein Glück habe ich die ganzen Healpots geholt. Und im Moment hat sie auch mehr Schaden in Nummer 1. Und das Farm geht mittlerweile auch relativ problemlos, sage ich mal. Was? Obwohl ich mich bei manchen frage, wieso ich die nicht kriege. La 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 la. Sie geht weg, hat sie? Nee, sie hat nicht geknallt. Wieso drücke ich eigentlich immer mal weh? Ohne Grund. Oh, sie geht weg und ich hole meinen Farm nach. Wow. So viel zum Farm nachholen. Rengar ist Bot, das heißt, ich kann hier so ein bisschen auf den Tower kloppen. Ah, mit einer Cutter macht das besonders viel Schaden. Ihr seht, ich bin super effektiv. Ich meine, was wollt ihr von mir? Versucht ihr doch mal mit einem fucking Dolch irgendwelche Risse in einen Turm zu bekommen. Komm schon, Kling, level up. So. Wir ärgern die Cutter einfach weiter von der Ferne. Wir setzen mal ein Wort rein. Einfach weil wir es können. Mal gucken, wie lange wir das hier noch durchziehen. Ich kann nicht warten. Weiter. Meiner. So, immer schön den Kuh, damit wir einfach die Riffen weiter auf Abstand halten. Weil wir haben keine. Na gut, sie hat auch kein Mana, was sie braucht. Oh. Nope. Ich
bräuchte vielleicht auch ein paar Wards, damit ich hier solche Jumps machen kann, ohne dabei Flash verbrauchen zu müssen. Was? Wie schwach ist denn meine EE? Dass ich den großen gerade nicht gekriegt habe. So, was ist hier eigentlich? Tiamat? Bestimmt. Und wie sieht's aus? 47 zu... Was? Dabei hat er mich so lange gezoned? Was ist passiert? Miss... Ah, doch nicht. Ist wieder da. Pio, ne? Den E jetzt mal langsam. Ich reicht immer noch nicht. 85. Boah, die Creeps sind da nicht so groß, der Unterschied. Aber muss ich ja doch ein bisschen konzentrieren. Wie gesagt, Schaden. Das war ein schöner Dash. Das ist wunderschön gemacht. Auch worden. Hier ist Miss. Mit Ignite könnte ich sie töten. Wie gesagt, ich habe gerade keine Ignite mit. Ich habe hier Teleport. Die Riven müsste eigentlich gesehen haben, dass ich da gewordet habe. Was? Ich würde draufspringen. Schweinerei, werd nicht unsichtbar. Da ist er. Ja, ich bin aber genauso der selben Meinung wie der Malphite. Einfach auf den Turm kloppen. Wird schon. Dann noch gar nicht so viel. Ich habe mich gewundert, dass so wenig Schaden ist. Krieg. Hau ab. Ich sollte aber langsam trotzdem weg. Die hat schon eher Tiamat und ich laufe immer noch hier mit meinen Schuhen rum. Glaube ich, kurz sie werde noch klären. Yay, sie lässt mir den was ein. Nice. Doch schön, sie lässt ihn an den meinen Creeps krepieren. So, gehe ich jetzt kurz weg. Oder? Ich brauche aber dann 3300 waren das, ne? Instant, yo.
noch einmal sein. Also eine Welle mache ich noch und dann können die Riffen kurz hier in aller Ruhe farmen. Oder jetzt reicht es auch schon, ich nehme die Welle trotzdem. Ich sage, ich will sie jetzt nicht so krass an meinen Power tuschen lassen, ja. An meinen Tower pushen lassen. Was willst du denn? Ich habe immer noch meine... Ich habe von 4 fucking Heiltränken noch 2 gehabt. Wow. Denn erstmal hier haben wir dann geholt. Hier ist Miss. Ah, ist wieder da. Gut. Oh, sollst du mal hier Rolltäler benutzen? Drachen wurden ordentlich gemacht? Okay. Das jetzt zu nutzen wäre wahrscheinlich nicht so klug gewesen. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Hier ist nochmal gut gegangen. Bevor dass ich da nicht mehr da war. Ich darf mich jetzt bloß nicht irgendwie catchen lassen von der Morgana, dann bin ich tot. Nope! Ja, das war dann doch die Gier. Aber Morgana hat's bekommen, der Support. Von daher, gut. Morgana Support, wir wissen beide, oder wir wissen beide. Wir wissen alle, wie das ausgeht. Morgana Support gefedert. Wir haben es genug gesehen in Videos von mir. Ganz, ganz böse die Gegner. So, ich würde auch sagen, ich mache mein Lieblingsbild. Aber ich glaube, man kann ja jetzt sie mit dem Buch spielen, weil das Buch gibt ja nicht mehr Mana, sondern Fähigkeitsstärke und Abklingzeit. Damals hat man ja Gunblade gebaut, weil man mit dem Buch nichts anfangen konnte. Einfach weil es Mana gab. Und was will bitte schön eine Cutter mit Mana? Nichts, genau. Unsere Leona ist gestorben. Oh no. Sie spielt genauso wie ich. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Na gut, sie hat immerhin das Ding zuerst ausgebaut. Das mache ich ja nie, aber ansonsten baut sie strikt auf ADC. ADC auf Tank. Hi, Ward. So. Riffen ist Miss. Weiß nicht, ob euch die Information was bringt, aber ich sag's einfach mal. Mittlerweile. Oh, ein bisschen was. Das Problem ist einfach nur, es ist Jax.
Ey, lass mal was sein hier. Lass mal was sein hier. Ey, Kollege. Alter. Ich sag dir, ich fahre hier hin. Meine, was sein mit einer Dauer zu schleppen. Und ich sollte da runter. Ich bin unterwegs, Leute. Ich bin fast da. Ich bin unterwegs, dass ich überhaupt keinen Schaden aus der Aktion gerade genommen habe. Immerhin bin ich da in 4 Gegner, 3 Gegner rein. Die haben mich alle nicht angreifen wollen. Ich wäre das erste Ziel, was ich angreife. Gut. Warum zeigt er mal viel, dass er da hingeht? Okay. Dann gehe ich wieder Mitte und farm da weiter. Nein, nein, mein Wasser. Oh, ist der Vasalle. Das war meine Rente, dieser Vasalle. Jinx. Lass doch die armen Vasallen in Ruhe. Greift die armen wehrlosen Vasallen an. Ja, Traven, was soll ich da machen? Das ist eine Riven hinter dir. Nein, ich dachte, die wären schon weg. Fuck. Ah, das war dumm. Ich wollte eigentlich nach da gehen, aber hab's halt nicht geklickt. Aus welchen mysteriösen Gründen auch immer ich das nicht getan habe. Wow. Dreifach Tötung. Wie gesagt, Cutter spielen macht wirklich Spaß, aber wäre jetzt sowas wie ein Set gekommen, wäre ich in der Mitte total aufgeschmissen gewesen. Was? Ey, trollt hier nicht rum, Jungs. Ich habe schon oft gesehen, dass das ganz schief gehen kann. Da klicken 3 Idioten auf Ja, weil sie denken, oh, die anderen werden schon auf Nein drücken und dann ist das gut laufende Spiel verloren. Habe ich schon viele bei Ranked gesehen, die da geheult haben. Oh, ich habe schon wieder 3100. Oh, dann... Ihr macht das schon. Ihr seid Traven und Wukong. Was hole ich mir davon? Das hier auf jeden Fall. Und ich denke Relays. Relays, weiß ich noch, hat damals viel Spaß gemacht mit Cutter. Einfach weil du während deiner Ulti die Gegner slowst und die nicht wegkommen. Bin schon unterwegs. Aufgeräumt. Die machen das da anscheinend schon. Okay. Ich push hier ein bisschen weiter. Wie gesagt, das Team halte ich mal für etwas fähiger als das, was ich vorher hatte. Das war ja wirklich tiefste Bronze. Erst ein Jarvan nicht bannen. Wie gesagt, auch die Sache mit Jarvan im Moment, den musste man wirklich, der tut so weh. Nom nom nom. 50 Gold. 30. 50 war die Kappe, ne? Ja, irgendwie so. Dum, dum, da, dum, 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 dum. Aber ich sehe gerade die Kombination Ulti, Wukong, Malphite und dann als Cutter. Das ist eigentlich auch geil. Die werden hochgeschleudert und du tust mit Cutter die ganze Zeit einfach nur draufhalten. Du in Reichweite? Ja, ich kann's. Wie viel brauche ich eigentlich für das komplette Relays noch?
1006er. Könnte noch ein bisschen dauern. Nomf. Was hat eigentlich die Morgana? Die hat 2-3 und baut auf AP. Würde ich natürlich auch machen. Ich glaube, wie gesagt, ich mache dann halt als erstes mal Sonjas, einfach weil die Combo Ulti Sonjas ist halt geil mit Morgana. Kata würde ich mir zwar auch cool vorstellen, aber es funktioniert leider nicht. Das würde ich machen. Ulti an und Sonjas. Aber wie gesagt, man kann sich halt nicht drehen. Macht auch da irgendwo Sinn, dass dann nicht so funktioniert. Au. Nice, mal cooldown. Au. Entschuldigung. Komm her, Jinx. Trau dich raus. Alleine zu stehen gefällt mir irgendwie nicht. Macht keinen Spaß. Ich habe aber genug für mein. Redace. Wieso habe ich meinen Red Buff? Nix. Komm her, Krabbel. Du und ich. In einem epischen Duell. Hi, Guy, ich krieg dich. Du kannst mir nicht entkommen. Ich brauche noch 100 Gold, oder? Nee, ich brauche 2300, brauche ich viel, wenn ich die Stiefel noch haben will. Und ich will diese Stiefel haben. Leona? Warum? Da springe ich doch nicht hinterher. Ich habe mich entschieden. Ich spring doch da nicht in drei Leute rein. Wenn das so ist, wie Malphite oder Wukong gemacht hat, weil die werden ja bei denen noch hochgeschlagen, dann lohnt sich das auch, aber so doch nicht. So, wie gesagt, auch doch ein bisschen mehr für die Schuhe. Aber die machen Baron, dann gehe ich einfach mal hin. Dann hat der mit Baron den besseren Rückruf, von daher könnte sich das sogar lohnen, dass ich ja noch schnell meine Schuhe hole. Ich sag mal, dass ich unterwegs bin. Dam, dam, da, dam. Dum 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 dum. Rückruf, erhöhte. Was? Mensch, hör doch auf, dauernd irgendwelche Buffs hinzufügen. Ach doch, Fähigkeitsschaden. Okay, Stärke befinden. Nee, okay. Das sind halt wirklich die Vasallen, der Rückruf und mehr Fähigkeitsstärke und Angriffsstärke. Wo kommt denn der? 4 Sekunden? Okay, kann man noch. Leona macht da wieder alleine gegen die ganzen Typis. Ich weiß nicht, was ich von der Leona halten soll. Die hat mir schon Kata aufgezwungen.
Wie gesagt, ich kann sie halt spielen, aber jeder, der es nicht spielen hätte können, wäre daran echt zugrunde gegangen. So, weil man denkt, die wollte das dann. Ich meine, sie hat Blitz gehabt, also daran, dass sie Blitz nicht gehabt hat, kann es nicht gelegen haben. Dass sie deshalb Blitz nicht genommen hat. Ich wollte gerade den. Ich wollte gerade einen fucking Ward wehen. Das geht nicht. Eine Dreifachtötung, aber immerhin. Ich habe einen Inhibitor. Autsch! Böser Turm. Auf Schaden zu machen. Das wollen sie wirklich finishen. Ich weiß nicht, hat Morgana noch ihre Ulti, ansonsten könnte das jetzt echt ungut schön werden. Ja, also. Hat aber nicht gerade sehr viel getroffen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Dead escapes! Oh Gott! Wenn jetzt keine Ulti kommt, bin ich so am Leben. Oh mein Gott! Ich lebe! Ich lebe! Soll ich mal verzeigen? Ups! Das wär's gewesen. Das wär so assig gewesen. Ich merke gerade, ich benutze meinen Teleport. Habe ich so selten benutzt. Ich glaube, ich benutze es gleich das dritte Mal. Ist nicht so viel, was ich das. Das Item verschwindet ja bald, leider. Sagt er das Item mit Cutter, Ulti-Cutter und dann ist alles des Todes. Ah, Relays habe ich. Das will ich nicht. Ich will das hier. Ich will das hier mit dem vollen Schaden. 591 AP. What? Nicht da. Was sein? Am Arsch der Welt? Okay. What? Ich flankiere die Gegner! Irgendjemand die Akku übernimmt? Ich dankbar. Und dann könnte ich auf die drauf springen. Wir machen einfach den Turm kaputt. Jo, okay, da war Javan so nett und hat gerade die Akku übernommen. Ich übernehme nicht die Akku, Leute. Seid ihr schief gewickelt. Das mache ich nicht. Fucking oh. War meine Kräne. Die gebe ich auch nicht ab. Sehen, 1500 kriege ich eh nicht komplett, das heißt, wir holen uns jetzt das und wenn es reicht, auch noch die aufgerüsteten Schuhe. Das reicht natürlich nicht für die aufgerüsteten Schuhe. Ach, sag mal so, wenn jetzt nicht irgendwas ganz Unvorhergesehenes passiert, dann haben wir das eigentlich in der Tasche. Wie gesagt, wenn mein Problemgegner Javan und der Problemgegner Allah nicht wirklich da ist, dann gehen die Spieler auch. Und ich sag mal so, das Team muss ich wirklich loben, das ist ein gutes Team. Das weiß, wie man die Charts spielt, die Samen. Auch wenn ich immer noch bei der Leona ein bisschen skeptisch von der Auffassung bei LOL ranked bin, aber okay. Da soll ich jetzt nicht rennen. Ich will nicht gesehen werden. So. Die Grunts gehen da auf ihn zu. Okay. Warum sie dies tun? Wahrscheinlich, weil dein Gegner irgendwie ist, oder er hat da irgendwie mit seinen Flächenschaden irgendwas gemacht.
Uns nützt der Red Buff. Na gut, wir könnten Red Buff zwar nehmen, aber er nützt es nicht allzu viel. Und ich denke, da ist ein Ward. Kann man, glaube ich, als Ward bezeichnen, ja. So wie die da plötzlich Sicht hatten. Drake ist ein paar Sekunden ab, aber es wäre der vierte, das heißt, nichts Weltbewegtes. Wir sollten noch so auf zwei erwarten, genau, die da gerade hinter uns sind. Jetzt können wir gerne reingehen. Für sie KD aufhübschen. Oh, wieso tanke ich? Ich sollte echt nicht tanken. Dieser Tower liebt mich. Ich würde zwar gerne dahin springen, aber wie gesagt, ich hatte Angst vor der Tower-Aggro. Das ist immer unschön, wenn man da plötzlich hier im Tower steht. Aber naja, gewonnenes Spiel. Super, und ich würde sagen, wir sehen uns gleich im Endscreen und gucken, wie viele Punkte es mir diesmal. Ich hoffe, mein Satz war nicht wieder abgehackt, sag ich mal. Aber, okay. Serienaktualisierung, du hast dich für die Serie qualifiziert. Deine nächstes Spiel werden bestimmen, ob du aufsteigst. Viel Glück. Yay, Silber. Ich komme. GG, WP. Yo. F1 mit Kata. Wenn man auch ungewollt, zu Kata gezwungen wurde. Naja, ist zum Glück alles gut gelaufen. Und die Teammitglieder, der mal fehlt und der, ja doch, die mal fehlt und den Wukong, den Honorich, die haben echt gut geleistet. Miss Fortune war in dem anderen Spiel. Draven habe ich nicht so viel mitbekommen, also von der Botlane. Aber die beiden, die waren nicht schlecht. Bei den Gegnern ist mir auch keiner wirklich rausgestochen. Okay. Dann würde ich sagen, das war's für dieses Mal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, das heißt Let's Play League of Legends und vielleicht ist es auch DuoQ mit TC, das werden wir ja gleich sehen. Von daher, das war's soweit von mir. Bis dahin, macht's gut und wir sehen uns.